So, gab es hier unten auch wieder diese... diese Würmer, oder... bin ich hier... safe? Ich glaube, hier waren eh keine. So, dafür gibt es hier unten sogar Ausdauerfrüchte und... oh, ich weiß schon wieder, was man hier machen muss. Ah, ja, ja, ich weiß schon wieder. Wartet mal, wartet mal. Guckt euch das an. Hier ist eine riesige Lava-Wand, die ein bisschen zurückgehalten wird. Aber wenn ich jetzt diese eine Donnerblume da dagegen bashe, dann muss ich richtig schnell, muss ich hier wieder abhauen. Also sonst bin ich tot. Oh fuck. Schnell zurück. Schnell, 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 schnell. Ganz schnell raus, Link. Ganz schnell zum Ausgang. Oh shit. Das war knapp. Puh. So, dann guck mal, das fließt hier unten die Lava raus. Dadurch ändert sich quasi die Strömung von der Lava hier draußen. Da kann es einfach instant Game Over gehen, ne? Wenn du da zu langsam bist, dann ist Link einfach dead. Einfach RIP. So. Jetzt können wir da drüben hin. Irgendwelche Bockblins in der Nähe, die wieder Stress machen? Nee. Alles, alles sauber. So. Oh Mann, wenn wir jetzt schon den Schlüssel hätten, könnten wir einfach schon zum Boss, aber... gern da. Gut. Und... Headshot. Okay, alles... alles cool. So, hier kann man das nochmal speichern. So, was haben wir hier? Brücke der Entscheidung. Glaube an dich, sei mutig und schreite voran. Die Brücke der Entscheidung. So, da können wir nicht lang, da ist zu. So, und jetzt müssen wir uns nochmal erinnern. Was hat uns der alte Mogma erzählt? Springe in den Mund der schlafenden Statuen. Wenn man hier runter guckt, dann sind hier zwei Statuen. Links, die hat die Augen zu. Und rechts, die hat die Augen offen. Das heißt, wir müssen links runterspringen und versuchen, ja, irgendwie in den Mund reinzukommen. Ah ja. Richtig geiler Trick, oder? Bei der anderen wären wir einfach in die Lava gefallen und gestorben. Brauche ich irgendwas? Ah, brauche ich. Ich zeige mir doch mal Pfeile. Vorhin hat es ja funktioniert. So, ganz links anfangen. Gerade Linie. Dann hier so, so und so. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Und oh nee! Zwei von denen! Ach du Scheiße, ernsthaft? Wow! Wow! Mann, ich will immer back, ich will immer backjump hier, backflip und dann drücke ich den falschen Knopf. Abgeblockt! Und abgeblockt! Und nochmal abgeblockt! So, einer ist hin. Ah. So, und der andere ist auch down.
Und der dönt einen Schattenkristall? What? Ich könnte Schattenkristalle droppen? Ich dachte, ich kriege jetzt einfach wieder seinen Alex und Schwanz, aber Schattenkristall ist natürlich eh zehnmal geiler. So. Gott sei Dank waren das jetzt nicht noch mehr. Puh. So, sind wir jetzt bald mal da? Muss halt echt öfter den Schild benutzen. So, hier kann man sich schon wieder eine Wand der Göttin zeichnen. Brauche ich aber nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht trotzdem irgendwelche Goblins wieder unterwegs sind, da oben. Warte mal, da ist eine Truhe. Da ist ja einfach eine Truhe. Wie ist man denn da nochmal hingekommen? Na, Moment mal. Wie kommt man nochmal an die Truhe? Von hier unten? Warte mal, wo ist die jetzt? Kommt man an diese Truhe ran? Ach, die ist hier. Ach so. Moment mal. Einfach. Ach, sind ja sowieso Pflanzen. Mensch. Kann ich mich ja eh einfach dran ziehen, oder nicht? Obwohl, nee. Barschen? Ich denke, das muss doch gehen. Musst du doch grabben können. Na, also. So. Gibt's ja nicht. Puh, doch noch gekriegt. Noch ein Schattenkristall. Wie viele habe ich denn da schon wieder? Also 6 Stück. 6 Stück schon wieder. Jetzt können wir weiter. Also ich finde, zu 100% gehört schon auch, dass man in den Tempeln alle Schatztruhen öffnet. Und wenn da nur Rubine drin sind. Ich finde, das gehört zu 100% schon dazu. Bis jetzt habe ich eigentlich in allen Tempeln immer alle Truhen mitgenommen. So, und oh shit, jetzt kommt, was war denn hier nochmal das Rätsel? Da ist nämlich jetzt endlich der Boss-Key. Hier gibt es aber auch nochmal einen Hinweis. Was steht da? Führe das Licht dem Weg der Flügel folgend. Leuchten alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Ah ja. So, dem Weg der Flügel folgend. 0, 1, 2, 3, 4. Irgendwie so ganz, ganz komisch. Erstmal eingraben. So, ich glaube, hier unten gab es wieder. Ach, hier sind diese Schalter. Ja, genau. Stimmt ja. So, das ist unser erster. Ich höre aber auch schon wieder so ein Wurm. So, das ist Nummer 1. Das ist Nummer 2. Also 0 und das ist 1 quasi, also 0 und 1. Und seht mal, da hinten haben wir wieder mal so einen blöden Wurm. So, warte mal, wie war denn das nochmal? Ich glaube, der ist jetzt hier nicht richtig. Das ist nämlich schon 3, wir brauchen erstmal 2, deswegen Donnerblume darüber ballern. So, das hier ist 2. 3 ist hier unten, also rückwärts. So. Und 4 ist jetzt der obere. Das ist eigentlich
total easy. So. Und das war richtig. Aber leider kommt jetzt dafür er hier raus. Jetzt muss ich den nämlich killen. Oh shit! Komm, komm, komm! Zack! Voll auf den Ass! Hier bin ich! Du musst den ein bisschen verarschen. So, und wieder voll auf den Arsch. So, zum Glück, nach 3 Treffern ist der down. Und stirb! Tschüss, Mann! Dun, dun. Ah, endlich, Leute! Wir können zum Boss! Und der ist richtig soos! Vorausgesetzt, ich kann den Schlüssel einsetzen. Unser allerletzter Boss-Key, Leute. Es ist... den Was für ein Ding? Du hast den Mysterienkristall erhalten. Einige der schwach leuchtenden Kristallquadrate scheinen zu fehlen. Das Ding sieht ja aus. Mysterienkristall. Ich glaube, es geht los. So. Hier sind wir schön... Rückweg aufmachen. Und dann haben wir so gesehen den 6. Tempel abgeschlossen. Mal kurz Karte checken. Also ich habe jetzt hier alle Truhen, sind alle offen. Erste Suki auch. Gut, hab nichts vergessen. Alles mitgenommen. So. Dann werden wir hier zur Sicherheit natürlich jetzt nochmal speichern. Und jetzt geht's ab zum Boss. So. Warte mal, ich glaube, das war, glaube ich, actually easy. Du lebst auch noch? Treffen wir uns also schon wieder? Oh nein, nicht du. Dass wir uns andauernd über den Weg laufen. Der Faden des Schicksals scheint uns miteinander zu verbinden. Sieh dir das an. Das Schoßhündchen der Göttin, Impa, oder? Das Zeitportal, das sie zerstört hat. Ist es möglich, dass noch ein weiteres existiert? Vortrefflich. Ich habe eine Ewigkeit nach einem zweiten Zeitportal gesucht. Aber es gab nicht die kleinste Spur. Ich war geradezu verzweifelt. Ich fragte mich sogar schon, ob ich dieses süße Mädchen je wiedersehen würde. Aber nun, eine solch freudige Nachricht. Es gibt noch ein Zeitportal. Um meinen König wieder in diese Welt zu bringen, ist dieses kleine Mädchen unerlässlich. Und jetzt ist dieses Ziel zum Greifen nah. Die Verzweiflung weicht von mir. Aber was mache ich nur mit dir, lieber Link? Wenn ich mich nicht zitieren darf, ich versprach, ich würde dir dein Leben zur Hölle machen. Was würdest du sagen, wenn ich dies zurücknehme? Spuck einfach nur aus, wo sich das Zeitportal befindet. Mir kannst du es doch sagen. Du weißt doch, wo es ist, oder nicht?
Als ob ich dir was verraten würde. Also vergessen. Ach, du kleiner Trotzkopf, dann muss ich dich eben zwingen, es mir zu sagen. Der Typ ist einfach mad. Ist einfach insane. Na, diese sanfte Haut, diese geschmeidigen Muskeln. Wunderschön, sieh nur genau hin. Bewundere mich. Das bin ich. Meine wahre Gestalt. Ein makelloser Körper. Ein bildschönes Äußeres. In dieser Gestalt fehlt es mir nur an einem. An Erbarmen. Alter, der Typ ist einfach krank. Wir sind durch den Faden des Schicksals miteinander verbunden. Link, dieser Faden. Ich werde ihn mit deinem Blut färben. Alter, der ist so ein krankes Schwein! Lord Abgirem ist hier einfach nochmal der Boss. Schon lange nicht mehr gegen ihn gecatcht. Im allerersten Tempel war er ja unser erster Boss. Im Tempel des Himmelsblicks. Aber er ist an sich genauso zu bekämpfen wie damals, nur dass er sich jetzt hier mit diesen komischen Kristallklingendingern schützen kann. Ich weiß gar nicht, ob er uns hier auch wieder das Schwert klauen kann, wie im ersten Kampf, theoretisch. Kann man auch mit dem Schild ablocken. Na toll, jetzt sind es schon 4? Really? Ah, lass los! Ah! Ich glaube, das macht ihm sogar Schaden, wenn ich das reflektiere. So ein kleines bisschen. Aber der macht sich halt leider immer wieder neue. Das ist schon blöd. Ah! Aber was kommt doch? Weil der spielt ja wieder nur mit uns. Der hat ja noch nicht mal sein Schwert gezogen. Und wir wissen ja, dass er eins hat. Mann, Alter, hör auf! Ich hasse diesen Kampf, der ist so scheiße. Schlag doch einfach diese Dinger weg, Link. Ernsthaft? Bro, langsam wird's langweilig. Ich reflektiere das einfach immer wieder. Ich glaube, irgendwann geht er dann über in Phase 2. Weil das ja trotzdem ein bisschen Schaden macht. Na komm schon, los, trau dich. Jetzt mach endlich Phase 2. Los. Der will einfach nicht. Wie fällst du aus? Ich habe ihn gerade einmal erwischt. Einmal habe ich ihn kurz erwischt. Na los, komm. Damit kriegst du mich doch eh nicht. Ich schick's einfach wieder zurück. So, habe ich nicht bestellt. Alter. Auch endlich. Oh mein Gott. Und, Alter, lass das. Das ist ja ekelhaft. Und oh nein, jetzt hat er 2 Schwerter. Im ersten Kampf hatte er nur 1, jetzt hat er einfach 2. Alter, der ist ja so eklig, Mann! Mann, du sollst eine Wirbelattacke machen, du Mongo! Oder ihn einfach an der reinhauen. Man muss ja nur darauf achten, wie er seine Schwerter hält. Er gibt sich ja trotzdem eine Blöße. Er kann nicht seine ganze... Alter, hör auf damit, das ist sehr voll eklig, Mann. Der leckt hier seine Schwerter ab, ey. Er kann nicht seinen kompletten Körper schützen. Immer nur eine Seite, oder? Ja, das kann er auch. Kommt einfach von oben.
So, Wirbelattacke. Komm her! Na los, komm! Come on! Bring it on! Boah, der Homo-Fürst. Ich hab keine Angst vor dir. Bin viel stärker als damals. Alter, weg mit der Scheiße hier, weg damit. So. Oh shit! Hab ich dich! Er ist immer noch nicht down. Oh Gott. So. Und so. Und so's. Komm her. So, ich glaube, jetzt habe ich ihn gleich. Ein, zwei Schläge und er ist down. Komm her! Geh! Oh, du kleiner Narr. Ich bin Girahin, der Homo-Fürst. Ja, das wissen wir doch schon. Auch mit deinem ach so legendären Schwert bist du bloß ein Kind. Und dennoch wagst du es. Unwürdiger Bengel, mein Zorn ist unendlich und unvergänglich. Wie lange es auch dauert, du sollst brennen und leiden. Einfach meld. Wir haben es endlich geschafft. Aber ich muss persönlich sagen, ich hätte mir hier einen anderen Boss gewünscht, als noch ein zweites Mal Girahim hier zu fighten. Ganz ehrlich. Ich meine, der zweite Kampf war natürlich deutlich anstrengender als der erste, aber es ist halt auch wieder Boss-Recycling, ne? Finde ich eigentlich ja nicht, bin ich nicht so Fan von, dass man mehrmals gegen denselben Boss kämpft, auch wenn er immer stärker wird, aber ich persönlich hätte da irgendeinen anderen Boss hier hingetan. Aber was will man machen? Ist halt so. Herzcontainer und damit fehlen nur noch mal zwei Herzen. So Leute, dann jetzt holen wir uns endlich Dienstflamme. Die haben wir uns verdient. Dienstflamme hat ein Schwert gestärkt. Es hat nun die Kraft, das Böse zu vertreiben. Gebieter, dank der drei heiligen Flammen hat das Schwert nun seine wahre Form angenommen. Du besitzt nun das Master-Schwert. Ja, Leute, wer es noch immer nicht gecheckt hat, ne? Skyward Sword ist chronologisch das allererste Zelda und gleichzeitig ist es auch die Entstehungsgeschichte des Master-Schwerts. Und das ist so geil.
Jetzt kannst du das Zeitportal im Tempel des Siegels öffnen. Ich empfehle, zum Tempel des Siegels zurückzukehren. Ja, dann machen wir das doch. Ja, richtig geil. So, der Corona ist irgendwie weg. Aber wartet mal, hier war mir war ja so, dass ich mir jetzt noch mit den Mogma-Klauen hier noch ein Herzteil holen kann. Weil ich mich hier irgendwo eingraben kann. Das ist nur nicht wo. Hier? Ah ja, hier. So. Hier gleich wieder ausgraben. Dann haben wir hier hinten einen ganz kleinen geheimen Bereich mit ein paar Feen und einem Herzteil. Richtig geil. Ja, damit. Super. Gleich mal wieder den Zähler aktualisieren. Nummer 18. So. Ich fehle immer noch so viele Herzteile. Also, falls sich jemand immer schon mal gefragt hat, wo das Master Schwert eigentlich herkommt, dann spielt einfach Skyward Sword. Und ihr wisst Bescheid. Das heißt, das Master Schwert hat noch gar nicht mal am Anfang noch gar nicht existiert. Es musste erst aus dem Schwert der Göttin heraus entstehen, mit der Kraft der drei heiligen Flammen. So sieht man das auch immer hier schon im Menü. Na, hier, Dienstflamme. Mit die Kraft dieser roten Flamme trägt die Macht in sich, das Böse zu besiegen. Jetzt haben wir eben das Masterschwert. Diesem Schwert wohnt Dienstflamme inne. Es hat die Macht, das Böse zu vernichten. Das heißt, Girin kann verdammt froh sein, dass wir jetzt erst das Masterschwert haben, sonst hätten wir ihn vorhin total fertig gemacht. So, auf jeden Fall speichern. Und dann geht's ab in den Siegelhain. Ohne Wenn und Aber.